nicht gleich um die Ecke, Matt. Wirklich nicht um die Ecke. Hallo. Ich bin Matt. Oh, ja, genau, wir laufen über Bahnschienen. Oh Gott, mach das nicht. Mist. Der Bahnübergang ist gesperrt. Sollte ich aber weiß, dass der Zugverkehr schon vor langer Zeit eingestellt wurde. Ob es einen Weg gibt, doch diese Schranke zu öffnen? Mal schauen. Vielleicht kriege ich es ja geknackt. Kombination scheint richtig gewesen zu sein. Aber scheinbar war es das noch nicht. Was? Ach Gott. Grün, rot, gelb, rot. Grün, rot, gelb, rot. Oh Gott. Gelb, grün, gelb, rot. Grün. Gelb, grün, rot, gelb, grün. Was? Ach, was denn? Gelb, gelb, rot. Gelb, gelb, rot. Also wahrscheinlich dreimal. Grün, rot, gelb, rot. Grün, rot, gelb, rot. Und gelb, grün, gelb, rot, grün. Gelb, grün, gelb, rot, grün. Auch nicht noch ein. Nein. Rot, grün, grün, rot. Rot, gelb. Rot, grün, grün, rot, rot, gelb. Das war's. Gott sei Dank. Ich hasse sowas, wenn ich mir das merken muss. Endlich kann ich durch. Mach das lieber nicht, Matt. Okay, ich hätte gedacht, jetzt passiert was. Na endlich. Jetzt entwischst du mir nicht mehr. Geh doch weiter. Wer, was bist du? Kommst du aus der Digi-Welt? So wie du stundenlang vor mir geflüchtet bist, musst du ja einen Verstand haben. Ich denke, du verstehst mich ganz gut. Reagiere doch wenigstens. Nee. Oh, hallo, Devimon. Was? Das kann nicht sein. Nie und immer. Nein. Devimon. Warum muss ich das denn spannen? Ja, wurde gut, okay. Das Krankenhaus liegt gleich dort drüben. Ich hoffe, es wurde nicht zu stark in Mitleidenschaft gezogen. Wir speichern hier nochmal. Ich habe keine Lust, mir irgendwas davon gleich nochmal anzutun. So. Dann gehen wir mal gucken, was das Krankenhaus so sagt. Ah, ich bin ja mal gespannt. Endlich ist die Tür zum Krankenhaus offen. Lass uns mal reingehen. Ach du Kacke. Oh je, der Boden sieht ganz schön wirklich aus. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen ein Stockwerk höher. Dort ist die Apotheke. Dort sollten wir Medizin für einen Freund finden. Nun gut, gehen wir hoch. Das gefällt mir gar nicht. Lass uns alle Gegner besiegen, bevor wir hier weitermachen. Wenn er mich eigentlich so oft treffen. Ist aber egal. Upsa. Nein! Boah, ich wollte kurz sagen. Jetzt können wir uns in Ruhe umschauen. Oh Gott, da stehen zwei Guadrumon. Nee, Quatsch. Guadrumon sind das gar nicht. Ich weiß nicht, wie die heißen. Sehen wir ja gleich. Hey! Wow! Ich glaube, das ist genau das, was ich brauche. Medizin erhalten. Das funktioniert nicht. Die beiden da oben werden gleich ziemlich sauer sein. Die kennen wir doch. Oh. Tevimon? Ich verstehe nicht. Wir haben dich sterben sehen. Ich weiß es. Wie ist das möglich? Moment. Wie kann da ich eigentlich. Wie kam ich eigentlich hierher? Träume ich etwa? Auf zu schweigen. Rede! Ich weiß es einfach nicht. Ich war doch mit Gabumon in der Digi-Welt. Und zuletzt waren wir in dieser Stadt.
Und dann, da wurde alles schwarz um mich herum. Ich bin mir ganz sicher. Ja, ich bin mir absolut sicher, dass du eigentlich tot bist. Ich war einfach nur zu lange in der Dunkelheit ausgesetzt und wurde dadurch etwas krank. Mehr aber auch nicht. Du bist nur ein Streich meiner Gedanken. Ich habe mich der Dunkelheit ein für alle Mal entledigt. Gabumon, schnell! Hilf mir! Was war denn das jetzt? Das Geräusch hätte man aber auch anders machen können. Diese entsetzliche Dunkelheit belastet meine Seele schon seit langer Zeit. Ich war verbittert und mein einsames Herz hat versucht, die Dunkelheit anzuziehen. Aber damit ist endgültig Schluss. Jetzt schnell zurück zu Matt. Ach, Mechanorimon. Scheinen hier etwas bewacht zu haben. Schade nur, dass wir vor langer Zeit abgeschaltet wurden. Komme ich nicht hin. Okay. Das war's? Ich habe so das leichte Gefühl, dass da noch was kommt. Aber vielleicht, ich denke mal erst, wenn wir Mad gehen. Okay. Sequenz. Endlich haben wir es geschafft. Die ganze Arbeit war es wirklich wert. Jetzt kann ich Mad schnell die Medizin bringen. Vielen Dank, Tsunamon. War doch selbstverständlich. Du hast mich ja schließlich aus einer verzwickten Lage geholfen. Nun, dann gehen wir. Wenn es Mad dann besser geht, können wir aus der Stadt verschwinden. Du kannst mit uns reisen. Ich will dir leider nicht mitkommen können. Warum denn nicht? Das ist die Stadt von meiner Heimat. Und genau genommen ist sie es immer noch. An dieser Stadt liegt mir so viel. Ich will sie einfach nicht verlassen. Sie mag zwar fertig und heruntergekommen sein, aber sie ist dennoch meine Heimat. Ich möchte eines Tages die Stadt wieder so herrichten, wie sie früher war. Deswegen kann und möchte ich nicht diese Stadt verlassen. Ich möchte hier bleiben und sie vor der totalen Zerstörung retten. Verstehst du? Das verstehe ich schon, wirklich. Kein Problem. Wir möchten auch vieles wieder gut machen und Dinge wieder so herstellen, wie sie einmal waren. Danke, dass du mich verstehst. Ich denke, du kannst dich mit Bancho Leomon zusammentun. Ihr beide könntet Großes erreichen. Bancho Leomon? Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich dachte, der hätte sich schon längst aus dem Staub gemacht. Also, mein und ich haben ihn kürzlich angetroffen. Wie auch immer. Ich wünsche dir viel Glück, kleines Tsunamon. Wirklich. Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann einmal wieder über den Weg laufen. Das hoffe ich allerdings auch. Okay, Gabumon. Mach's gut. Viel Glück. Tschüss. Bla 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 bla. Geh weg. Ich brauche keiner. Ich bin schon auf dem Weg, Matt. Halt mal ein bisschen durch. Köstlich. Auf geht's zu Matt. Matt pennt noch. Oder? Gucken wir uns erstmal hier um. Lol. Aha. Mittlerer Heildisk, Glückspilz, was ein Klo hier. Leider können wir uns nicht im Spiegel sehen. Okay, sieht auch neu aus, alles klar. Okay, Telefon. Okay, dann speichern wir hier und retten Matt. Ich hoffe, die Medizin wirkt schnell. Das hoffe ich allerdings auch. Hatten wir gerade schon. Gabumon? Bist du da? Ja, Matt. Ich bin's. Alles wird gut. Ich fühle mich noch so schwach. Kein Problem. Bleib einfach noch ein bisschen liegen. Ich werde auf dich aufpassen. War das jetzt das? Okay. Er will nichts sagen. Er will nicht reden. Ah, jetzt geht's wieder. Bin ich wirklich da oder träume ich immer noch? Hey, Matt. Nein, du bist wirklich wach. Und ich freue mich riesig, dass es dir wieder besser geht. Mann, ich hatte diesen seltsamen Traum. Aber jetzt ist alles wieder gut. Gabumon, du hast meinen ewigen Dank. Auf dich kann ich mich immer verlassen. Immer. Zu jeder Zeit. Ach, Matt. Du machst mich ganz verlegen. Ich denke, wir haben noch vieles zu erledigen. Denkst du schaffst es jetzt schon aufzustehen? Ich schaffe das schon. Wir müssen jetzt schauen, dass wir wieder vorankommen. Das Ganze hat uns eine Menge Zeit gekostet. Wir müssen einfach weiter. Die Digi-Welt hängt schließlich davon ab. Nun gut,
Dann lass uns aus dieser Stadt verschwinden. Ich muss dir nachher unbedingt etwas über einen neuen kleinen Freund erzählen. Okay, gut. So, dann müssen wir uns das nicht nochmal anhören. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir wirklich rauskommen. Okay. Super, Regen. Also Performance ganz toll. Unser Glück. Wie unser Glück? Es regnet doch. Ist doch scheiße. Matt, bleib hinter mir. Es ist bewölkt und feucht, es treiben sich schmutzige Dinge in den Städten herum. Wer sagt das denn? Was ist das denn so? Interessante These. Wenn es nass wird, kommen Dreck-Digimon raus. Das ist sehr interessant. So, ich verstecke mich hier. Na, 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 na. Irgendeinen treffe ich bestimmt. Oh Gott, du treffst mich von hier. Scheiße, der kommt hier rein. Oh, cool. Na, tschüss. Ups, lol, das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Wo ist es? Na, wo bist du? Da ist er. Ah, jetzt habe ich ihn auch hier digitalisiert. Vorher ging es ja nicht, weil wir den Analyzer nicht dabei hatten. Oh, hallo, komische Sukemon. Und ich kann mich nicht bewegen, weil die Köpfe halt... Ach komm, ich hau einfach ab. Muss ich die besiegen? Nein, muss ich nicht. Die nerven nur. Die kleine... Ja, Gott sei Dank, wurdest du abgebrochen, ne? Ja, ist klar, wir laufen einfach mal... Wir laufen einfach nicht. Weil, muss ja nicht. Sich bewegen. Nein. Das wäre ja völlig übertrieben. Nein, Quatsch. So, welches Digimon liegt hier gleich als Boss? Och, ein Tankmon, ist klar. Ein Tankmon. Ob ich hier richtig bin. Hey, ihr da. Ist das hier die Stadt Azuka City? Ja, das ist sie. Sehr gut. Dann wird sie nicht mehr lang. Das wird sie nicht mehr. Dann wird sie jetzt nicht mehr lange. Lange nicht mehr. Was? So, das heißt nicht mehr lange. Ich habe den Befehl bekommen, die ganze Stadt niederzuwalzen. Geht aus dem Weg, sonst werde ich euch plattwalzen. Du willst ja einfach die ganze Stadt im Erdboden gleich machen? Geht's dir noch ganz gut? Sowas werden wir nicht zulassen. Von wem kam denn dieser Befehl? Passt auf, wie ihr mit mir redet. Es war ein Mensch, der mir diesen Befehl gab. Aber was geht euch das an? Er hat mir eine Menge Cash gegeben und mir noch andere Versprechen gemacht, wenn ich einfach nur auf seinen besonderen Gegenstand aufpasse und diese Stadt hier niederwalze. Ach, guck an. Oh. Oh. Oh, oh, ich Idiot habe zu viel verraten. Nein, nicht schon wieder. So, so, ein Mensch also. Könnte das derjenige sein, der hier den Schaden in der Digiwelt anrichtet? Tut mir leid, aber deinen Plan müssen wir wohl oder übel verteilen. Verurteilen. Verteilen? Vereiteln? Na egal. Du wirst in dieser Stadt keinen einzigen Stein verrücken. Jetzt. Das könnt ihr vergessen, jetzt habt ihr mich echt rasend gemacht. Ich bin Tankmon, die ultimative Kriegsmaschine. Ihr werdet jetzt pulverisiert. Kabumon, schnell. Na super. Tankmon, okay. Mal gucken, ob ich jetzt die Möglichkeit zur Ultradigitation habe, brauchen wir dann auch nicht. Okay, bei Tai haben wir eine Flamme gefunden. Zu seinem Wappen. Und hier finden wir anscheinend den Schlüssel. Wenn wir Tankmon vernichten können. Was eigentlich jetzt nicht so das Problem sein sollte, denn Tankmon ist jetzt, naja gut. Tankmon ist wirklich eine sehr starke Kriegsmaschine. Wie wäre es, wenn du noch eine Stufe höher digitierst? Ja, ich habe dir den Award. Lass uns aber das mal digitieren, Matt. Ich kann es ja machen. Ich habe ja, den Award schon bekommen. Gegen Scorpiomon. Ultra-Digitation zu.
voll übertrieben, ey. Einfach mal wirriger Humor gegen so einen Tankmann anlaufen lassen. Eigentlich ist das völlig übertrieben. Warum ist dein Arm grün? Warum hast du Nagellack drauf? Was ist denn mit dir kaputt? Armes Viech. Du bist geschändet für dein Leben. Was ist denn das? Ja, ist klar, weil ich mich nicht bewegen kann. Ups, der Müll. Hehe, getroffen. Lisa. Jetzt hängen wir es ganz schön sauer. Autsch! Getroffen hier. Ups, ah, das war ein bisschen doof. Ein bisschen überlegter agieren. Ja, du kannst ruhig mal platzen jetzt, Tank One. Nur fair. Ah ja, jetzt. Nein, er hat nur geleckt. Jetzt ist er kaputt. Ah, okay. Das ist nicht möglich. Ich bin auch die ultimative Kriegsmaschine und habe verloren. Peng. Hey, ich habe das Peng sehen. 20 Bits erhalten. Und ein Champion. Analyzer dazu bekommen. Hallo, ich will das. Ah ja, jetzt. Sag mir, wer oder was hat dir den Auftrag gegeben? Sag mir den Namen. Sag mir, wie er aussieht. Erzähl mir alles, damit wir den Irren finden und aufhalten. Niemals. Soldaten werden nie schwach, selbst wenn sie kurz davor sind zu sterben. Ich will dir nichts über diesen Typen sagen. Verdammt. Ich glaube, wenn es um dieses Thema geht, scheint er extra vorsichtig zu sein. Nicht doch nur, ich habe versagt. Mein Körper ist es nicht wert, weiter zu existieren. Ich bin ein gefallener Soldat. Ich habe den Tod verdient. Und dann mach auf, Puff. Und sei ruhig. Sehr gut. Ah, tatsächlich. Der hat einen Schlüssel gebracht. Was ist das? Was hat Tank unter verloren? Sonnenschlüssel. Das ist wohl dieser besondere Gegenstand, den Tankman erwähnt hat. Der scheint wohl einer der Schlüssel zu sein, den Genai erwähnt hat, um die Festung zu öffnen. Das heißt, dass wir auf der richtigen Spur sind und denjenigen finden müssen, der Tankman beauftragt hat. Ja. Ja, ich glaube auch. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das so ist. Das ist gut. Wirklich. Wir sind unserem Ziel schon einen riesigen Schritt näher. Hoffen wir mal, dass Tai nicht wieder planlos durch die Digi-Welt spaziert und schon den anderen Schlüssel hat. Wie sieht denn die aktuelle Lage aus? Ich schaue euch mal kurz die Karte an. Ich mache hier gar nichts. Mal gucken, ob der das macht. Okay, das macht er automatisch. Wie es aussieht, müssen wir uns weiter nördlich halten. Wir werden wohl einen Sumpf durchqueren müssen, um zu dieser Festung zu gelangen. Oh nein. Na gut, machen wir uns auf den Weg. Mittlerweile ist es ja schon spät am Nachmittag. Gut, gehen wir. Oh nein, kein Sumpf. Oh, Banchuleo, Mann. Ich gucke nur und sage nichts. Blöder Hampelmann. Matt und Gabumon fanden schließlich einen der Schlüssel, nachdem sie suchten, und fuhren ihr Abenteuer fort. Tai allerdings sucht immer noch nach dem Wächter. Ob er wohl den zweiten Schlüssel erlangen wird? Adventure 4, Ende. Yay, geschafft. Puh. Oh. Das wäre nun auch erledigt. Endlich erledigt. Mal schauen, wer als nächstes ansteht. Die passt wieder in Null. Was? Was war das? Ist da wer? Ach! Okay, das ist der Wissenschaftler, den wir bei Ken's Adventure gesehen haben. Bei Ken's Story. Der Spinner, oder? Ja, das sieht so aus. Endlich sehe ich dich. Ich habe schon so lange darauf gewartet, dich persönlich kennenzulernen. Was? Du wolltest mich kennenlernen? Wer verdammt bist du? Ist das nicht der Wissenschaftler? Ach, das kriegen wir gar nicht mit. Das ist noch jemand ganz anders.
Ich glaube, das ist der Wissenschaftler. Adventure 5. Rückkehr nach Hause. Was? Okay. Matt, es sieht so aus, als würde Matt da rechts zu dem Kolosseum gehen. Und dann hoch zu dem Haus und dann in die Festung da oben. Adventure 5. Das hier wird wohl etwas länger dauern bei Time, diesem Gebiet. Oh Mann, der See war ja der totale Reinfall. Keine Spur von dem Wächter und keine Spur von irgendeinem Schlüssel. Ach, keine Sorge, Ty, wir finden sicherlich noch einen Schlüssel. Vielleicht haben Gabriel und Matt ja schon einen Schlüssel. Hm. Wer weiß. Vielleicht haben sie ja sogar schon alle beide. Und werden dann keine Arbeit mehr. Ja, vielleicht. Aber wir sollten nicht zu faul sein. Na, sicher nicht. So ein faules Ei bin ich auch wieder nicht. Lass uns dann mal hier das Gebirge absuchen. Die Hoffnung ist noch nicht verloren. Hm. Das ist mein Ty. Ja, wir können ja auch eben gucken. Auf der Karte steht, dass es hier viele wilde Digimon gibt. Na, das wird ein Marathon. Oh, na super. Gut, dass ich noch zurück kann. Voll die Kälte, was zu schmecken kriegt. Mann, Ogremon, du weinst nicht immer aus. Ja, ist klar, bewegt sich nicht. Okay, hier mach ich jetzt. Ich wollte eigentlich noch ein paar Minuten weiter zocken, aber das können wir jetzt knicken. Ja, das knicken wir. Ich mache hier gleich einen Schnitt. Ich werde jetzt nochmal hier lang gehen, das Ninjamon da besiegen. Wenn ich nicht alle zwei Sekunden feststecken würde. Ach, das ist doch einfach ein lächerliches Spiel. Ohne Scheiß, das ist halt einfach nicht. Jeder Schuss daneben, weißt du, diese Spiele einfach. Ich einfach volles Met schon wieder im gelben Bereich bin. Ja, okay, Leute. Nee. Ich möchte nicht mehr. Oh, ich habe auch nicht mehr. Oh, ich habe auch überhaupt nicht viele Sachen für dich zu heilen. Ach du Scheiße. Goldspeicherchip. Hier machen wir jetzt ein Ende, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und dann geht's weiter. Macht's gut. Ciao.